Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Ich bin der Louis und ich freue mich, dass ihr mich hier wieder beim Bau meiner kleinen Schreibtischanlage in Spur N begleitet. In diesem Video geht es nochmal um Minicamps, genauer gesagt um USB-Minicamps in Voll-HD-Format. Mehr dazu nach dem Intro. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, der Sascha von Saschas Mobatrauen hat ungefähr, ich glaube im April letzten Jahres 2019, hat er eine Kamerafahrt gemacht mit der PNCO Minicam. Da bin ich damals auch auf die Kamera aufmerksam geworden, wie viele andere auch. Wir haben uns die alle besorgt. Ich habe auch damals einen Film drüber gemacht. Und es ist eine tolle Kamera, wirklich. Astrein. Nur für mich jetzt leider ein wenig zu breit. Jetzt habe ich meine Mova zwischenzeitlich ein bisschen aufgebaut und ich habe jetzt parallele Schienenstränge, die halt ein bisschen enger sind als diese üblichen, ich glaube 33,6. Und da gibt es halt ein paar Engpässe, dass wenn dann gegengesetzte Fahrzeuge kommen, die würden sich touchieren, weil die Kamera zu breit wäre, dann hätte ich Entgleisung, pipapo. Und daraufhin habe ich dann für mich gesagt, ja schade, vielleicht später mal zum Einsatz kommen, mach dich nochmal auf de Pirsch nach alternativen Kameras. Und diese alternativen Kameras, die mussten halt bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die durften halt nicht breiter sein wie so ein übliches Wägelchen im Spur-N-Format. Sie durften auch nicht viel länger sein, weil sie müssen halt auf so ein Wägelchen draufpassen. Und dann habe ich gesagt, naja, am besten suchst du dir mal eine USB-Cam raus. Weil ich auch für mich gesagt habe, ich brauche keine WLAN-Überwachung. Wenn das, ich sag mal, wenn das Wägelchen entgleist, dann entgleist das mit oder ohne WLAN. Von daher muss ich das nicht online direkt beobachten, sondern ich kann es einfach aufzeichnen lassen und dann gucke ich mir nachher am PC an, was denn dabei so rumgekommen ist. Und mit diesen Voraussetzungen, ach ja, es sollte noch eine Full-HD-Kamera sein und einfach nur wie so ein USB-Stick zu behandeln. Ganz einfach von der Anwendung. Von daher habe ich mich auf die Suche gemacht, habe jetzt drei Modelle gefunden. Die stelle ich euch jetzt in dem Film mal vor, wünsche euch einfach viel Spaß dabei und nach dem Film sehen wir uns wieder. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, vor gut einem Jahr habe ich mal hier im April 2019 die Minicam PNCO vorgestellt. Und jetzt ist es ja bei mir auch soweit, dass ich doch mal die eine oder andere Runde drehen kann, wenn auch nur auf dem Provisorium. Und da kam natürlich auch der Gedanke wieder der Kamerafahrt. Dann bin ich aber bei mir aufs nächste Thema gestoßen, so dass ich die Kamera leider hier nicht verwenden kann. Leider ganz einfach, es ist wirklich eine sehr gute Kamera, die macht tolle Aufnahmen. Man kann ja auch die Beobachtung direkt übers Handy machen. Und jetzt zeige ich euch erstmal, wo mein Problem liegt. Ich habe hier einfach mal so einen kleinen Niederbordwagen. Und wenn ich den jetzt als einfach auf zum Vergleich der Größe, da kann man sehen, dass die Kamera, wartet mal, ich gehe mal ein bisschen näher ran. So, da kann man ganz gut sehen, dass die Kamera doch relativ weit rechts und links ausladend ist. Weit ist immer sicherlich diskutierbarer Begriff. Aber um das jetzt mal ohne großartig zu messen hier, das sind auf jeder Seite nochmal 3 mm. Ich könnte jetzt ein Datenblatt mal rausholen und mal nachschauen. Aber man sieht, dass die Kamera deutlich breiter ist wie ein Wägelchen. Das ist normalerweise nicht schlimm, aber ich habe jetzt halt die ersten Schienen gelegt und habe da auch bestimmte Abstände, unterschritten und das zeige ich euch jetzt mal. So, ich denke mal, hier kann man das ganz gut erkennen. Hier vorne sieht man noch den normalen Niederbordwagen. Da ist der Abstand zum Gegenverkehr, um es einfach mal so zu formulieren, noch passabel in Ordnung. Das habe ich auch ausprobiert. Da können auch Fahrzeuge entgegenkommen oder auch aus der Kurve rauskommen, selbst wenn das jetzt noch ein Stückchen darüber geht, so an der Stelle. Aber der Abstand hier ist einfach zu eng. Auf einer Geraden geht das sicherlich und das funktioniert auch alles soweit. Aber ich zeige euch mal einen Punkt. Moment. Denn das Problem wird genau jetzt hier in der Kurve sein. Da habe ich übrigens 2 von auf meiner Bahn. Da treffen 2 Dinge aneinander. Ich habe hier diese Gleisabstände, dieser Parallelgleise, enger gewählt als diese üblichen 33,6.
Und bei normalen Fahrzeugbreiten, also wenn normale Fahrzeuge da hinten stehen würden und hier kommt zum Beispiel eine längere Dampflok, größerer Baurad hier vorne raus, die haben ja in der Regel dann auch Vorläufer, die sind dann vorne etwas ausladend. Und dann wird die Lok dann wahrscheinlich hier, oder das kann man auch nachvollziehen, mit den Windleitblechen, die wird die Kamera touchieren, dann kommt es hier zu Entgleisungen und ich kann den ganzen Kram hier wieder auseinanderbauen, um eben diesen Fehler zu beheben. Und das ist genau das Problem, warum die Kamera für mich jetzt hier einfach zu groß ist. Von der normalen Länge, also von einer normalen Breite, das habe ich ausprobiert, dann passt das wunderbar, dann kann auch die Lok mit Gegenverkehr hier fahren und hier passiert an der Stelle nichts. Nur wenn ich eben jetzt eine Kamera wähle, die zu breit ist oder breiter ist oder dieses Modell hier, dann wird es genau hier zu einem Unglück kommen, wenn ich nicht gerade mal aufpasse und sage so, du darfst jetzt reinfahren und der nächste raus oder so. Und kennt man ja im Spielbetrieb, da kann auch schon mal was passieren. So, das ist also auch der Grund, warum ich jetzt mich nochmal auf die Suche nach anderen Kameramodellen gemacht habe. So, und auf der Suche nach einem, ich sag mal, adäquaten Ersatz für diese P&CO habe ich mir natürlich auch ein paar Auflagen gemacht, was ich haben wollte. Also wir wissen, dass die Kamera jetzt mittlerweile leider zu breit ist, aber keine Panik, die wird vielleicht im späteren Leben nochmal einen Einsatz finden. Da habe ich auch schon Ideen. Aber wie man hier zum Beispiel sehen kann, die ist, da brauche ich einen anderen Untersatz für, ein anderes Fahrzeug für. Und da habe ich jetzt auch für euch mal als Dimension, damit man das, weil das auf den Kameras immer oder auf den Bildern hier und Videos immer schlecht einzuschätzen ist, habe ich mir mal dieses Fahrzeug genommen. Jetzt nicht wundern, das ist irgend so ein Cremeschnittchen, was übrig geblieben ist. Das war mal oder ist ein Flachwagen, ein Rungenwagen. Und zwar so ein Altertümchen, ein Minitrix 3241. Also ich will nicht sagen Erbstück, aber es sieht ja schon fast so aus. Aber es geht auch nicht darum, ob der schön aussieht, sondern es geht mir einfach, um euch die Dimensionen zu zeigen. Also ich möchte eine Kamera haben, die nicht länger ist als dieses Fahrzeug. Ne? So, die soll halt darauf passen. Und der Ersatz für die P&CO, die muss auch Full HD fähig sein. Also die muss, was ist das, 1920 x 1080 Pixel haben. Also zumindest muss sie das 16:9 Format können. Das alte 4:3 Format, wie man früher von den Fernseher her kannten, das möchte ich halt nicht machen. Ich möchte sie ja natürlich auch gerne jetzt auch irgendwo mit meinen Videos kombinieren können. Das ist also auch der eine Punkt. Und ganz wesentlich ist, sie soll halt hier drauf passen, sowohl in Breite als auch maximal in der Länge. Und ja, da habe ich mich halt auf die Suche gemacht. Ach ja, und was sie auch nicht unbedingt können muss, weil die hier ist WLAN-fähig und da kann ich meine Videos auf dem Handy dann anschauen. Das brauche ich ehrlich gesagt brauche ich nicht, weil ich mir gesagt habe, es reicht mir aus. Was mache ich denn bei einer Kamerafahrt? Ich drücke ein Knöpfchen, die soll einfach nur aufnehmen und anschließend gucke ich mir das auf dem PC an. Und dann werden Sequenzen rausgeschnitten, die dann eine Kamerafahrt darstellen oder sie werden halt nicht rausgeschnitten. Die Kamera soll einfach lokal arbeiten, sie soll aufnehmen, einfach nur auf eine Mini-SD-Karte aufnehmen. Dann habe ich auch so ein bisschen Überraschungseffekt. Jedes Mal, wenn ich aufhöre, nochmal wie so Weihnachten, ne? Da wird man halt überrascht, was einem da so geboten wurde. Das reicht mir eigentlich vollkommen aus. Ach ja, es soll USB-fähig sein, weil ich möchte die Daten einfach von rechts nach links später auf den Rechner raufschieben, ohne großartig da irgendwelche Verbindungen einzugehen. Und das soll es auch gewesen sein. Also, einfach, ich muss keine Handybeobachtung haben, ich brauche keine WLAN-Funktion, ich will aber ein ganz normales Full-HD-Format haben. Sie darf nicht länger sein wie das Fahrzeug, soll nicht breiter sein als das Fahrzeug, vernünftige Bilder liefern. Ja, das reicht, glaube ich, schon als Vorgaben. Dann schauen wir uns doch mal an, was ich denn da so gefunden habe. Okay, ich war da mal eine Kleinigkeit shoppen. Also erstmal sollen alle drei Kameras die gleichen Voraussetzungen haben. Dazu habe ich mir jetzt erstmal so eine Mini-SD-Karte hier geholt, und zwar eine schnellere. Das ist also von Scandisk normal die Extreme Card, 32 GB. Mehr packen die Kameras sowieso nicht, also reicht da vollkommen aus an der Stelle. Und diese Karte werde ich in jede Kamera ausprobieren, ganz einfach aus dem Hintergrund. Dann habe ich die gleichen Voraussetzungen, weil man kennt es ja vielleicht, wenn die Karte halt zu langsam ist
und die Kamera zeichnet zu schnell für die Karte auf, dann gibt es halt ruckelige Bilder. Und deshalb habe ich mir jetzt halt die schnellere Karte besorgt. Dann kann also hier auch keiner von den Kameras meckern nach dem Motto, Karte war zu langsam. Ja, ich mache mir das Leben einfach. Das packe ich dann später in einen USB-Stick rein, an einen Rechner rein. Das ist einfach nur Zubehör und Equipment. So, welche Kameras habe ich denn jetzt eigentlich gefunden? Also, gefunden habe ich jetzt als erstes mal die Octacam. Eine Full-HD-Kamera. 1080 Pixel, also 1920 mal 1080 Pixel. Dann habe ich noch eine gefunden hier, die von Nanotrix, die Pluto S2, ist auch eine HD-Kamera und oder Full HD. Und dann habe ich noch diese Spycam, diese LX Mimi noch gefunden. Und ja, jetzt sage ich euch als erstes mal ein bisschen was zu den Preisen hier. Also so eine Karte hier, das ist jetzt kein Riesending, die kostet knapp 10 Euro. Ne? Und so ein Adapter hier, das ist auch noch überschaubar, da ist man auch noch mit 8 Euro dabei. Und wenn man mal bedenkt, was unser Hobby generell so kostet, also von daher ist das jetzt, glaube ich, jetzt nicht so das Riesending. Spannender wird es jetzt erstmal bei den Kameras. Also da setzt man sich dann schon vielleicht das eine oder andere Mal auf den Puppes. Und ja, diese Octacam hier, das ist, sag ich mal, die preiswerteste aller Kameras. Die liegt rund bei, ich mache jetzt mal runde Preise, ne? So, die liegt in etwa bei irgendwo bei 30 Euro, die hier. Die LX Mimi. Mimi, warum heißt die eigentlich Mimi? Naja, gut, ich hoffe mal nicht, dass das ein Schreibfehler ist. Wobei, da kann ich auch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Also die LX Mimi ist auch eine 1080p Kamera. Und liegt bei schlappen 46 Euro. So, und das hier ist jetzt zumindest vom Preis schon mal Königsklasse. Die Nanotrix Pluto S2 ist auch eine HD-Kamera, hat auch noch einen Bewegungsmelder drin, ist also da vielleicht auch noch ein bisschen was anderes. Ja gut, aber sie liegt bei 90 Euro. Und ja, da muss man halt wissen, was man möchte. Ich schlage vor, wir schauen uns jetzt die Kameras erstmal von den Dimensionen her der Reihe nach an. Weil, ne, wir wissen, das hier ist das Maß aller Dinge. Gut, dann schauen wir uns doch als erstes mal hier diese Octacam an. Die wird hier in so einer netten Schatulle hier geliefert. Das Ding ist schön, ja, sag ich mal, isoliert eingepackt. Dabei ist noch eine Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung strahlt auch direkt schon in Deutsch. Teilweise bebildert. Ich habe da schon mal reingeguckt, also sie macht auch einen vernünftigen Eindruck und hier gibt es auch eine Konformitätserklärung. Also da hat sich jemand was bei gedacht bei der Produkteinführung. Das hier ist noch die Verpackung, da war die Kamera vorher drin. Wie gesagt, ich hatte die vorher vor dem Film mal aufgemacht und mir mal angeschaut. So, dann gucken wir uns doch mal die, ich sag mal einfach die Größendimension an. Das Maß der Dinge war ja hier der kleine Wagen. Und ja, wenn ich mir die einfach mal hier so anschaue, von der Länge her passt es ja schon mal. Kleiner ist nicht schlimm, größer fände ich jetzt doof. Und ja, von der Breite her, wie man sieht, ist das wohl eine Punktlandung. Ne? Also das ist nicht breiter als das Fahrzeug selber. Passt also wunderbar. Naja, vielleicht in Summe 1 Millimeter oder 0,5 Millimeter auf jeder Seite. Aber ich denke mal, damit werde ich jetzt, ich komme mal ein bisschen näher ran, damit werde ich jetzt wohl mal leben können. Zumindest kann man damit schon mal einen Test starten. Übrigens, in allen Bedienungsanleitungen steht erstmal drin, dass man die erstmal alle aufladen muss. Ne? Gut, die SD-Karte einlegen ist relativ simpel. Goldkontakte nach unten, einfach hier auf den Slot auflegen und einschieben. Das war's. So, einschalten ist auch ganz einfach. Die hat nämlich hier einen Schalter. Kann man denn hier erkennen, da vorne, und da kann ich sie einschalten. Dann macht die mal einen Selbsttest. Sie blinkt und wenn sie aus ist, nimmt sie auf. Jetzt nimmt sie bereits auf. Gut, dann gucken wir uns das nächste Modell mal an. Die nächste im Bunde ist halt diese LX Mimi.
Das ist preislich gesehen das Mittelklasse-Modell. Auch die ist hier in so einer Schatulle verpackt. Hier gibt es noch sag ich mal, eine kleine Zugabe. Da ist eine 8 GB Speicherkarte dabei. Es wird aber in allen empfohlen, 32 GB zu nutzen. Hier ist noch so ein Reset-Taster dabei. Von der Bedienungsanleitung würde ich sagen, also Freunde, da gibt es Übersetzungsprogramme, die passen besser. Ja? Also das kann man mit Sicherheit. Dies ist die Anleitung für die Kamera und am Ende von ihm gibt es viele FAQ und Lösungen. Hoffe, es kann Ihnen helfen. Bitte vergesst, und in dem Stil geht es halt weiter. Also da kann ich schon mal sagen, zum Lesen und zum Begreifen dieser Bedienungsanleitung, da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen. Das ist jetzt nicht einfach mal so durchgelesen und verstanden. Das hätte man anders lösen können. Ja, was mich ein wenig mehr erschrocken hat, ist, dass eigentlich in der Bestellung bzw. in der Produktbeschreibung Maße angegeben wurden. Da bin ich mir jetzt im Nachhinein nicht sicher, ob das metrische Maße gewesen sind. Denn von der Länge her, okay, das passt soweit, aber jetzt gucken wir uns mal gerade die Breite an. Und das Ding ist ein wenig breiter. Da war ich jetzt also ein wenig verwundert drüber. Gefällt mir nicht wirklich gut. Und von der Haptik her, also von dem, wie es sich anfühlt, wie es in der Hand liegt, da muss ich sagen, da hatte ich vorhin mit der Octacam doch zumindest qualitativ gefühlt mehr in der Hand als jetzt hier bei der LX Mimi. So, auch die kann man ausziehen. Allerdings muss sie wollen dafür. So, hier ist da der SD-Slot. Ja, wie soll ich das beschreiben? Also es fühlt sich so leicht gummiert an. Ja? Das ist auch so diese Oberflächenbeschichtung, wo man so das Gefühl hat, wenn man die 2 Jahre hat, dann löst sich das Gummi hier auf. Also das fühlt sich nicht wirklich gut an. Das ist auch, hört sich auch ein bisschen, also von der Haptik finde ich die jetzt nicht so überzeugend. Also mich haut sie jetzt nicht vom Sockel. Die Karte wird auch ganz normal hier in den Slot eingeschoben. Allerdings ist das jetzt hier auch so ein Slot. Bei dem anderen war es ja so, einfach reinschieben. Gut, hier muss es klicken. Das war's. Die Karte steckt. Okay, auf Video eingestellt wird die in 2 Schritten. Erstmal einschalten. Dazu drücke ich hier 3 Sekunden drauf. Dann geht die blaue und die rote Lampe an. So, das ist der Fall. Und wenn ich die jetzt auf Video einstellen möchte, dann muss ich jetzt die rote Lampe an. Jetzt muss ich sie 1,5 Sekunden drücken, dann fängt die an zu blinken. 1, 2, 3 und jetzt geht sie aus. So, und jetzt nimmt die Kamera bereits schon auf. Ausschalten, einmal drücken, man sieht nichts, aber jetzt soll sie ausgeschaltet sein. Ja, ich habe ja ganz am Anfang schon ein bisschen was zu dieser Bedienungsanleitung gesagt und der ganzen Haptik von dieser Kamera. So richtig wissen, was man da gerade tut, weiß man halt nicht. Ne? Es gibt keine Statusanzeige, dass es jetzt leuchtet oder wie auch immer. Naja, gut. Dann schauen wir mal, wie sie die Filme aufzeichnet. So, die Nanotrix Pluto S2 HD-Kamera, da muss ich auch sagen, allein schon von dem Paket, das hat mich auch, wie das hier angekommen ist, das hat mich ein Stück weit überzeugt, weil das war also wie so ein Siegel hinten dran. Die Nanotrix hat im Übrigen auch eine sehr gute Website, die man sich mal anschauen kann, da werden die Produkte wirklich vernünftig beschrieben. Auch hier, sag ich mal, eine Schatulle, wo man sagt, aha, funktioniert, kann man doch machen. Und was optisch schon mal ist, wenn man die Kamera in die Hand nimmt, man hat das Gefühl, dass man auch wirklich was in der Hand hat. Also, ne? Wenn ich die beiden jetzt mal miteinander vergleiche, dann stellt man auch direkt schon mal fest, guck mal, die ist sogar noch was kleiner. Das gefällt mir schon mal sehr gut.
Hier ist der SD-Slot an der Seite. Und das Ding kann man auch vernünftig öffnen, so wie man es halt erwarten würde. Hier ist dann noch eine Bedienungsanleitung drin, plus nochmal auch so ein Reset-Schalter. Das habe ich jetzt auf Seite getan. Das waren die beiden Siegel und hier war die Kamera halt mit drin, wie sie geliefert wurde. Und auch diese Bedienungsanleitung lässt sich vernünftig lesen. Also da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich damit relativ schnell zum Ziel komme und dass ich da nicht besonders nochmal ein Übersetzungsstudium für nutzen muss. Gut, so, bei der Nanotrix Pluto S2 wird die SD-Karte hier eingesteckt. Auch die rastet ein. Das war's. Und eingeschaltet wird die Kamera auf der anderen Seite mit dieser Taste. Und wenn ich die 2 Sekunden drücke, dann geht hier die Lampe an. Wenn ich dann loslasse, ist sie jetzt blau. Und das bedeutet, dass sie im Standby-Modus ist. So, und die Videofunktion, die starte ich jetzt, indem ich jetzt das zweite Mal auf diesen Knopf drücke. Dann blinkt die 2-mal und dann ist aus. Und jetzt nimmt die Kamera bereits auf. Wenn ich jetzt noch einmal drauf drücke, dann ist die Kamera wieder im Standby und die Videoaufzeichnung hat gestoppt. Finde ich persönlich sehr gut, dass man anhand der LED weiß, wo man jetzt gerade sich in welchem Modus befindet. Ja, und ausschalten werde ich, indem ich da wieder länger drauf drücke, genauso wie ich einschalte und dann geht die Lampe wieder aus. Zack, und das war's. Ja, ach so, Moment, eins fehlt noch. Muss ich euch noch zeigen. Also hier Größe, toll. Und auch die Breite. Also das ist die, die für mich am besten passt. Wirklich am besten passt. Das ist das teuerste Modell. Wenn aber die Kamera jetzt, sag ich mal ganz ehrlich, wenn die Kamera jetzt auch noch entsprechende Bilder macht, weil es ist, bisher ist alles stimmig bei dieser Kamera, ja, der Webauftritt, die Versiegelung, die Beschreibung, also das Paket, da kommt schon was, ne? Das muss man einfach mal ganz platt sagen. Außerdem habe ich mal geguckt, die Kamera, wenn man das hier als Maß mal nimmt, ne? Das hier sind 5 cm, da bin ich ein bisschen drüber, über 62 mm, Entschuldigung, ungefähr, oder lasse 63 mm sein. Ne? Ich habe auch schon direkt ein Fahrzeug, das passende Fahrzeug, wo ich die drauf montieren würde, und zwar schlichtweg ein Schwerlastwagen. Ne? Also ein Schwerlastfahrzeug da, so Dinger, wo halt so ein Flachwagen, wo halt ein Panzer drauf kommt oder sowas. Da kann man die ganz gut draufsetzen, da wird auch vorne nichts mehr gestört oder ist nicht, sag ich mal, das Sichtfeld verhindert. Ja, alles so Dinge, da muss man auch nochmal drüber nachdenken. Gut, also schlage vor, wir gucken uns jetzt diese 3 Wunderknaben nochmal an. Ich zeige es euch nochmal. Also das hier ist jetzt die Pluto, machen wir direkt mal einen Größenvergleich. Hier, das ist die Pluto S2 von Nanotrix. Teuerstes Modell, dann kommt das zweiteuerste, das Mittelklasse-Modell, das kann man schon mal sehen, ne? Der ist schon mal hier 1,5 cm größer. Das ist die LX Mimi und zum guter Schluss gucken wir uns noch die Octacam an und da seht ihr, die ist schon wieder einen Tacken kleiner, also das ist schon ein Brummer, der hier gekommen ist. Ne? Ja, hier ist das passende Fahrzeug nochmal hier oben dazu, kann man nochmal sehen, drauf passen von der Länge tun sie alle. Aber bei dem hier habe ich schon noch meine Bedenken. Da machen wir direkt auch noch mal so rum. Komm, sehen wir doch mal. Da kann man direkt mal sehen. Das untere ist doch schon mal wieder breiter wie das. Das ist jetzt noch mal einen Tacken kleiner als das. Also die beiden, sage ich mal, geben sich jetzt von der Breite her nicht allzu viel. Der ist tatsächlich wirklich hier noch ein bisschen schmaler. Naja. Also von der Haptik, von der Optik ist das schon mal mein Favorit. Ist das teuerste Kind unter den dreien, aber jetzt bin ich mal gespannt, wie die Bilder werden. Und die schauen wir uns jetzt an. So, ich habe es mir ganz einfach gemacht. Ich habe die Kamera auf den Wagen einfach mit dem Taserstreifen jetzt mal festgelegt.
spanne die vor der BR58 und lasse alle Kameras auch mit der gleichen Geschwindigkeit. Die stelle ich dann hier mit 60 Stundenkilometer ein. Und ja, dann schauen wir mal, wie die Aufzeichnungen aussehen. So, und zu guter Letzt machen wir noch mal eine komplette Rundfahrt und dabei zeige ich euch alle drei Kameras auf einmal. Bildet euch selbst einen Eindruck, das sind ungeschönte Bilder und da schreibe ich auch dran, welche Kamera was ist, damit man das so ein bisschen erkennen kann. Ja, viel Vergnügen bei der Rundfahrt. So, dann komme ich mal zu meinem persönlichen Fazit hier. Also das hier ist die preiswerteste Kamera mit rund 30 Euro. Hat die ein vernünftiges Gehäuse, hat eine gute Beschreibung, eine lesbare Beschreibung. Passt von den Formen her gut, ist ein bisschen länger. Aber für die 30 Euro leistet sie auch, ich sag mal, vernünftige Qualität. Finde ich durchaus empfehlenswert. Werde ich auch behalten, diese Kamera. Für die knapp 50 Euro oder ein paar und 40 Euro diese LX Mimi. Zum einen von der Haptik her ist nicht das, was mich angesprochen hat. Die Beschreibung hat mich nicht unbedingt angesprochen. Die Kamera war einen Tacken zu groß, hat vernünftige Bilder geleistet und ist aber das Produkt, was ich zurückschicke. Und Die letzte Variante, die ich hatte, war ja die von Nanotrix, die Pluto S2. Vom Aufbau passte die hervorragend. Mir persönlich haben die Bilder am besten gefallen. Ist allerdings auch das mit knapp 90 Euro das teuerste Modell. Mir passt sie halt von der Bauform her genau, also von der Breite wie die hier. Und diese beiden Kameras werde ich hier halt auch behalten. Jetzt noch so ein kleiner Hinweis so zum Schluss. Alle drei Kameras haben übrigens im AVI-Format aufgezeichnet. Alle drei Kameras haben auch unten diese Datumszeile, die per Textzeile konfiguriert werden kann. Ist vielleicht auch ein kleiner Nachteil. Allerdings, das sind sogenannte Spycams. Und diese Spycams sind halt eben dazu da, Rundumaufzeichnungen zu machen. Und deshalb ist es auch klar, dass da immer Datum und Uhrzeit immer mit vorgegeben wird, um halt, ja, zu beobachten und festzuhalten, wann es nun war. Lässt sich bei allen drei Modellen leider nicht abschalten, aber mir persönlich ist es eigentlich auch wurscht, dann stelle ich es halt einfach noch mal unten ein und dann habe ich das aktuelle Datum, was soll's. Was ich nicht brauche oder bräuchte, ich meine jetzt hier zum Wechsel beim Test habe ich es schon gebraucht, ist allerdings so ein, naja, ich sag mal so eine SD-Slot, den ich als USB verwenden kann, denn alle drei Modelle funktionieren auch als Speicherkarte. Heißt auch,
Ich stecke die Speicherkarte in das jeweilige Kameramodell rein, dann packe ich es mir einfach, stecke es per USB an den Rechner rein und es wird als Wechseldatenträger erkannt und ich kann es auslesen. Das heißt, so einen Adapter hier, den brauche ich nicht wirklich. Gut, damit mein Fazit. Kleines Geld, gute Leistung, allerdings von der Bauform her ein wenig zu lang. Sehr gute Kamera, auch eine sehr gute Kamera. Baulich genau das, was ich haben will. Super Auftritt. Naja, gut, Argumente kann jeder selber legen, wie er will. Ich fand sie auch von der Qualität einen Tacken besser. Naja, kann auch vielleicht daran liegen, weil ich sage, habe ich auch einen Tacken mehr für bezahlt. Die hier hat mich leider nicht überzeugt. Ist vielleicht auch eine gute Spycam. Allerdings für meine Zwecke hier auf Spur-N-Format taugt sie halt nichts. Gut, dann sehen wir uns auf der Couch gleich wieder. Da sind wir wieder. Sitzen wir wieder auf der Couch, haben jetzt ein Ergebnis. Wobei so ein Ergebnis ist ja auch immer wieder so wie so ein Stück subjektive Wahrnehmung. Ne? Also jeder hat so andere Parameter, auf die er achtet. Und für mich ist das halt, es muss halt griffig sein. Es muss halt auch, ich muss auch ein gutes Gefühl bei der Sache haben, bei der Produktauswahl. Das Produkt, was ich zurückschicke, diese LX Mimi, ich weiß nicht, die hattet mir ja von Anfang an nicht so angetan. Dann kam ja alles noch viel, da kam ja noch einiges dazu. Sie war zu breit, sie war relativ ausladend. Bilder hat sie ganz passabel gemacht. Die Beschreibung war jetzt nicht so mein Ding. Von daher hat sie sich eigentlich schon von Anfang an so ein bisschen disqualifiziert. Das hat man wahrscheinlich auch gemerkt. Ja, und die anderen beiden, da muss man halt sagen, die haben auch, die passen halt vom Format her, sind ordentlich von ihren Bildern. Überrascht bin ich ehrlich gesagt über die Octacam. Da kriegt man wirklich für kleines Geld, 20, 30 Euro, eine relativ sehr gute Kamera. Was heißt relativ? Also die beiden haben sich ja jetzt nicht so viel mehr gegeben. Ich fand die Nanotrix noch einen Tacken besser. Sie war auch ein bisschen ruhiger irgendwie von dem Bild. Aber wie gesagt, das muss halt jeder für sich selbst empfangen. Alle drei haben, wie gesagt, im AVI-Format aufgezeichnet. Sie haben alle auch noch Ton dabei. Den habe ich jetzt hier jetzt überblendet, weil mich interessiert beim Fahrvideo nicht unbedingt der Ton, weil ich habe auch hier keine Soundlog und nichts. Vielleicht später mal interessant. Ja, was soll man noch dazu sagen? Sie haben vom Bauform gepasst und deshalb sind es bei mir eben diese zwei geworden. Möglicherweise ist da ein oder andere für euch auch dabei oder ist auch wieder interessant gewesen, wo er zumindest mal sagt, ja, es geht so in die Richtung. Ich weiß, der ein oder andere hatte mich mal angeschrieben, kannst du mal weiter über Kameras sagen? Und damit habe ich jetzt, sage ich mal, den Wunsch erfüllt. Das war aber nicht der Grund, sondern der Grund war halt, ich konnte halt diese PNCO, die wirklich eine sehr, sehr gute Kamera ist, leider nicht verwenden. Ne, weil ich dann halt ein wenig unclever gebaut habe. Ne, bei der nächsten Bahn, das bleibt ja in der Regel nie bei der ersten MOBA, werde ich dann mit Sicherheit andere Dinge machen, unter anderem auch so, dass ich dann auch mal das, was ich gekauft habe, auch wiederverwenden kann. Ja, so. Ich glaube, das ist alles eigentlich zu den Kameras gesagt und ich hoffe, ihr konntet ein paar Informationen daraus ziehen. Wir sind jetzt wieder am Ende angekommen. Was mache ich als nächstes? Als nächstes fange ich jetzt an, meine, das hatte ich aber schon mal angedeutet, mein Rollmaterial wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Also da, sag ich mal, werde ich jetzt in der Sommerphase, ich werde keine Bauvideos machen, sondern ich werde wirklich Dinge machen wie digitalisieren und warten und mich einfach mit meinem Rollmaterial beschäftigen. Ich habe mich jetzt hier noch mit Holz beschäftigt, jetzt muss ein bisschen was rollen dabei. Einfach mal zu gucken, um das jetzt für die nächste Wintersaison auf Vordermann zu bringen. Man hat ein bisschen was gekauft, das muss man fertig machen. Aber da sage ich euch ja auch nichts Neues. Ne? So. Sicherlich gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen Umbau. Da nehme ich euch jetzt noch mit. Vielleicht hier wird auch mal die eine oder andere Wartung. Da geht es aber Wartungsvideos, hier wird ja auch wie Sand am Meer. Und vielleicht will der ein oder andere wissen, wie ich das mache. Dann werde ich mal einen Film drüber machen. Ja. Also wir sehen uns im Laufe der Zeit immer mal wieder. Ich bemühe mich auch, diesen Rhythmus dabei zu behalten. Es wird halt nur nicht gebaut. Also müsst ihr noch ein bisschen warten, bis jetzt wieder das Weiße vom Himmel fällt. Ne? Gut, das soll es dann jetzt erstmal wieder gewesen sein. So ihr Lieben, lange Rede, kurzer Sinn, das war es wieder mal. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben. Aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch.
Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen einschalten, dann wird euch der Kanal unterrichten, wenn es hier mal wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.